Hallo, willkommen bei Money. Finanzen kann jeder. Neue Woche, neuer Tag, neue Analyse. Die Branchenerweiterung steht wieder im Mittelpunkt. Viele Sektoren habe ich mittlerweile abgedeckt, teilweise schon mit mehreren Werten in einem Sektor. Und daher wird es wieder Zeit, in neue Branchen zu blicken. Was mir noch fehlt, ist ein Wert für den Softwarebereich. Da ich mich gerne auf die Big Player stürze, habe ich mir hier einen wahren Giganten ausgesucht, der daneben auch noch weitere Branchen abdeckt. Denn Microsoft macht nicht nur Software, sondern daneben auch noch viele andere Sachen. Selbstverständlich bin ich nicht der Erste, der auf Microsoft kommt. Und da ist die Aktie in den letzten Jahren schon sehr gut gelaufen. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Microsoft gehört übrigens regelmäßig nach der Marktkapitalisierung laut der Liste Financial Times Global 500 zu den teuersten Unternehmen der Welt. Was mich jetzt interessiert, ist, ob sich ein Einstieg bei dem aktuellen Niveau lohnt. Oder ist ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von schlappen 1,9 Billionen Euro in einem Bereich angekommen, wo es nicht mehr weitergeht? Ich will wissen, wie Microsoft in meinem Tool abschneidet und ob ich in das Unternehmen reingehen kann. Vielleicht ist es ja auch zu teuer, man weiß es nicht. Wir werden es aber gleich sehen. Ich bin mir aber fast sicher, dass dieser Konzern über die 50% kommt. Wie weit es nach oben geht und was für eine Wertung die Aktie in meiner Analyse bekommt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Dann viel Spaß mit der Microsoft-Analyse. Da ja niemand die kleine Softwarebude kennt, will ich sie mal kurz vorstellen. Microsoft ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen, was ein breites Spektrum an Softwareprodukten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte anbietet. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Server-Software für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzern und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internetplattformen und Entwicklertools. Zusammen mit dem meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. Im Online-Bereich betreibt der Konzern die Internetsuchmaschine Bing und die Abonnentenversion der neuen Office-Varianten. Über den Internettelefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen der Marke Xbox platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. Jedes Jahr kämpft Microsoft hier mit Sony um die Marktführerschaft. Zudem kaufte Microsoft 2014 die gesamte Handysparte von Nokia. 2016 übernahm der Technologieriese zudem das Karrierenetzwerk LinkedIn. Die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens gliedern sich in die Hauptbereiche Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud sowie More Personal Computing. Der Bereich Productivity and Business Processes umfasst Produkte und Dienstleistungen im Produkt-, Kommunikations- und Informationsdienstleistungsportfolio. Das Geschäftsfeld kann weiter unterteilt werden in Office, Commercial und Office Consumer, unter die beispielsweise die jeweiligen Angebote von Office, Outlook, Skype oder OneDrive für Geschäfts- und Privatkunden fallen. Hinzu kommen die Karriereplattformen LinkedIn und Dynamics, das verschiedene Lösungen für Geschäftskunden bietet. Das Segment Intelligent Cloud fasst alle Serverprodukte und Cloud-Services des Unternehmens zusammen. Zu den Angeboten gehören unter anderem Microsoft SQL Server, Windows Server, Visual Studios oder die Cloud-Plattform Azure. Der Bereich More Personal Computing richtet sich an Endbenutzer, Entwickler und IT-Fachleute. Zu diesem Bereich zählen unter anderem die verschiedenen Anwendungen des Betriebssystems Windows oder alles rund um die Spieleplattform oder Spielekonsole Xbox. So, das sollte erst einmal reichen. Ihr seht, dass Microsoft ein Unternehmen ist, das nicht grundlos jeder kennt. Dann wollen wir uns mal anschauen, wie die Firma in meiner Analyse abschneidet. Zur Analyse nutze ich natürlich mal wieder mein Tool, das über Punktevergabe bei der Analyse berechnet, mit wie viel Geld ich in ein Unternehmen gehen soll. Das mache ich, da ich rational über einen Kauf entscheiden möchte und nicht nach dem Bauchgefühl. Meine Analyse soll sich also direkt auf meinen Kaufbetrag auswirken. Wir beginnen wie üblich die Analyse mit den Langzeitcharts. Hier interessiert mich als Langfristinvestor vor allem die Trends und Widerstands- bzw. Unterstützungsbereiche auf langer Sicht. So, als erstes der Mehrjahreschart. Also, die Chartanalyse kann ich mir heute eigentlich klemmen. Lasst uns schweigen, lasst uns den Chart genießen und lasst uns diesen Chart einfach nur anbeten. Halleluja, was für ein Verlauf. Wer 2014 gekauft hat, der hat sich mal eben ein Tenbagger ins Depot gepackt. Wahnsinn, dieser Anstieg.
Hier kann man fast schon sagen, dass jeder Rücksetzer eine einmalige Kaufchance war. Vor allem achtet man darauf, dass jeder steilere Anstiegstrend von einem noch steileren abgelöst wurde. Da ist überhaupt keine größere Schwäche zu erkennen. Klar, bei Corona gab es mal eine Phase, aber es hat gerade einmal 2 Monate nach dem Corona-Crash tief gedauert, bis wir alte Hochs wieder erreicht haben. Das Einzige, worauf ich nur noch hinweisen möchte, ist, ja, dass nach fast jeder stärkeren Aufwärtsphase eine leichte Konsolidierung stattfand. Aktuell haben wir wieder so eine stärkere Aufwärtsbewegung, die uns in komplett neue Bereiche bringt. Behaltet das mal im Hinterkopf für nachher bei meinem Fazit. Tja, ansonsten kann man nicht viel mehr zu so einem Chartbild sagen. Einfach nur anbetungswürdig. Da war doch noch was? Ach ja, ich muss ja noch Punkte vergeben. Tja, 10 Punkte darf ich maximal vergeben. Ich würde hier echt gerne mehr geben. Darf ich aber nicht. Und daher bekommt Microsoft die dicksten, schönsten und goldensten 10 Punkte, die ich finden kann. Ich hoffe, die passen in das Kästchen rein. Jo, passt. Glück gehabt. Kommen wir zum Jahreschart. Hier sehen wir die aktuelle Situation ein wenig besser. Auch hier kann man nur sagen, wow. Seit der Frühjahr 2020 Erholung ging der Kurs in ein seitliches Band über, das natürlich immer wieder höhere Tiefs bildete. Auch hier gab es kaum Schwächen zu sehen. Nachdem der Kurs dann aus diesem Band ausgebrochen ist, wollte er noch einmal kurz zurücklaufen. Das hat nur ansatzweise funktioniert und seitdem geht es wie an eine Linie gezogen nur noch nach oben. Die Fibonacci-Linien kann ich mir hier total klemmen, denn wir befinden uns auf einem All-Time-High. Auch hier sehen wir, dass die Aufwärtstrends durch immer steilere Aufwärtstrends abgelöst werden. Die 200er-Tageslinie verläuft aktuell bei gut 205 Euro. Bevor wir die erreichen, müsste der Kurs diverse horizontale Unterstützung brechen. Der Weg nach oben ist aktuell frei. Also auch für das kurzfristige Chartbild kann ich die vollen 10 Punkte vergeben. Kommen wir nun zum Bollinger-Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Das obere Band geht steil nach oben und das untere knickt ganz leicht nach unten ab. Das Band wird breiter, was für eine erhöhte Volatilität spricht. Wir entfernen uns auch immer weiter von der 20er-Tageslinie. Das spricht alles für ein Kaufsignal. Wenn der Kurs so dynamisch aus dem Band nach oben ausbricht, kann es auch gut noch eine Zeit lang so weitergehen. Also ich vergebe hier 10 Punkte. Kommen wir dann als nächstes zur Stochastik. Ha, ich habe was gefunden, was nicht perfekt ist. Die Stochastik sieht nicht ganz so gut aus. Wir sind aus dem Band nach oben rausgelaufen. Das spricht eher für einen überkauften Markt. Der Kurs macht allerdings aktuell keine Anstalten zurück in das Band zu laufen. Und wir sehen auch im Juni, dass diese Phase oftmals über Wochen auf diesem Niveau gehalten werden kann. Also ich vergebe mal hier 4 Punkte. Kommen wir zur nächsten Seite. Auf dieser Seite nehme ich die externen Firmenbewertungen auf. Hier finden wir den Piotrowski-Wert. Der liegt bei 7 von 9 Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da der Wert über 5 ist, kann ich hier 3 mal 2 gleich 6 Punkte vergeben. Als nächstes kommen wir dann zum Moody's Analytics Risk Score. Hier gibt es 9 von 10 Punkte. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Bei der Risikochancebewertung erhält das Unternehmen 3 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, vergebe ich 6 Punkte. Auf der nächsten Seite kommen wir zu den Analysten. Die nehme ich auch mit auf, da sich die Jungs und natürlich auch Mädels viel intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen wie jeder Privatanleger. Schauen wir uns doch mal an, was die Analysten zu Microsoft sagen. 33 sagen kaufen, 3 sagen übergewichten, 2 sagen halten. Keiner sagt untergewichten und keiner sagt verkaufen. Damit komme ich auf einen Durchschnittswert von 4,8 von 5. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 283,27 €. Dabei reicht die Spanne von 241,20 € bis 351,82 €. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so komme ich auf einen Betrag von 23,27 €. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 8,95%. Dafür vergebe ich 9 Punkte. Auf der nächsten Seite kommen wir zu der Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Eieiei, selbst hier sieht es gut aus. Jedes Jahr nimmt die Aktienanzahl ab. Bis 2020 ging die Steigerungsrate sogar jedes Jahr hoch. 2021 sind es etwas weniger Aktien, die zurückgekauft werden. Aber immer noch um einiges mehr wie 2019. Also ich bin mal böse und vergebe hier nur 9 Punkte, da die Dynamik etwas nachlässt. Böser Markus.
Jetzt kommen wir zur Bilanz. Hierfür gebe ich einzelne Punkte, die dann in dem Bereich Bilanz der Aktie im grünen Kästchen automatisch zusammengezählt werden. Fangen wir mit dem Umsatz an. Ja, der Umsatz wächst jedes Jahr an. Auch hier sieht man kaum eine Schwäche. Das Einzige, woran man sich stören kann, ist, dass die Dynamik 2020 und 2021 etwas nachlässt. Wir sind aber trotzdem immer noch bei einer Steigerungsrate von über 10% im Jahr. Das ist ein sehr guter Wert und daher vergebe ich hier einen dicken Punkt. Schauen wir uns nun das KUV an. Na, das KUV ist mir mit 13,81 doch ein bisschen zu hoch. Ha, endlich mal wieder eine Sache, wo ich böse sein kann. Also hier verteile ich keinen Punkt. Kommen wir nun zu den Gewinnen. Wow, was für Zahlen beim Gewinn. Ich rede jetzt nicht nur von der Höhe, die selbstverständlich ebenfalls sehr, sehr beeindruckend ist. Der Konzern schreibt mal eben im Jahr 2021 satte 68 Milliarden Euro EBITDA-Gewinn. Es gibt nur wenige Firmen in Deutschland, die mehr wert sind, wie Microsoft im Geschäftsjahr 2021 als EBITDA-Gewinn verdient. Sie könnten damit mal eben eine BASF komplett kaufen und hätten dann noch genügend Geld übrig, um eine fette Party zu schmeißen. Also das ist schon Wahnsinn, was die Firma verdient. Wahnsinn ist auch die Marge, die nicht nur schon 2017 sehr gut war. Nein, das reicht nicht aus. Microsoft muss dann nochmal eben 4 Jahre in Folge diese dann auch noch steigern. Die haben eine EBITDA-Marge 2021 von 48%. Wow. Also hier schäme ich mich fast dafür, dass ich nur einen Punkt vergeben kann. So, schauen wir uns jetzt das KGV an. Das KGV ist mir eigentlich etwas zu hoch, aber ich sehe es bei so einer Firma, die so ein Wachstum bei den Gewinnen und Margen hat, als vollkommen gerechtfertigt an. Und daher vergebe ich hier einen Punkt. Ab zu den liquiden Mitteln. Ja, die beliefen sich Ende letzten Jahres bei gut 12,14 Milliarden Euro. Das ist ein sehr guter Betrag. Und da gibt es hier noch einen Punkt. Die Eigenkapitalquote ist mit 42,54% erstklassig. Und daher kann ich ebenfalls einen Punkt in dieser Kategorie vergeben. Was machen die Schulden? Die Schuldenhöhe schwankt bei Microsoft. Mal steigt sie, dann werden sie etwas weniger, dann wieder ein bisschen mehr. Klar, die Schuldenhöhe sieht groß aus, aber für so einen Konzern ist es echt nicht hoch. Da es aber hier nicht um die Höhe geht, sondern um die Tendenz und wir ansteigende Schulden über die Jahre sehen, kann ich hier keinen Punkt vergeben. Kommen wir nun zum Nettoverschuldungsgrad. Ja, der Nettoverschuldungsgrad ist extrem gut. Hier sieht man auch, dass die Schulden überhaupt kein Problem für Microsoft sind. Sie könnten ihre Schulden in unter 4 Jahren mit ihrem EBITDA-Gewinn zurückzahlen. Der Wert 3,3 ist absolut super und daher kann ich hier einen super dicken Punkt vergeben. So, viele Aktionäre lieben ja die Dividende und daher schauen wir mal an, was Microsoft bei dem Thema macht. Ja, Microsoft zahlt auch jedes Jahr eine Dividende. Selbst da haben sie keine Schwäche. Gut, es ist jetzt nicht die höchste, aber man muss auch den Kurs der Aktie berücksichtigen, was sich selbstverständlich auch auf die Dividendenrendite auswirkt. Wir erhalten dennoch 0,74% Rendite. Wirklich gefällt mir aber, dass Microsoft jedes Jahr die Dividende erhöht. Das mag ich. Und daher vergebe ich hier einen Punkt. Die Ausschüttungssumme für die Dividende beträgt dicke 14,1 Milliarden Euro, was für Microsoft aber gar kein Problem ist, denn das Free Cashflow beläuft sich auf 61,5 Milliarden Euro. Und damit kann das Unternehmen die Dividende ganz locker aus den freien Mitteln bezahlen. Super. Noch ein Punkt. Diesmal in Gold für Microsoft. Damit wäre die Bilanz zu Ende. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir einsammeln konnten. Wir haben insgesamt 8 Punkte erreicht. Als Aktionäre schauen wir natürlich lieber in die Zukunft wie in die Vergangenheit. Und daher schauen wir doch mal uns die Schätzungen an. Als erstes der geschätzte Umsatz. Ja, der vermutete Umsatz sieht ebenfalls erstklassig aus. Alleine von 21 auf 22 soll er um gut 15% steigen. Wir hatten im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 141,8 Milliarden Euro und 2022 sollen es 191 Milliarden Dollar, was 163 Milliarden Euro sind, sein. Das ist eine beeindruckende Steigerung von 15%. Man muss ja immer mit berücksichtigen, was das für ein Koloss ist. Es wird allerdings vermutet, dass die Dynamik leicht nachlässt. Das stört mich jetzt wenig, da wir selbst 2024 immer noch eine Steigerungsrate von gut 11% haben. Also ich vergebe hier wieder die volle Punktzahl. Kommen wir nun zu den Gewinnen. Ja, was soll man zu den Gewinnen sagen? Ich bin sprachlos. Die vermuteten Gewinne sollen weiter wachsen. Wohin soll das noch führen? Nicht nur, dass sie mehr gewinnen,
in einem Jahr einfahren, wie so manche große Firma insgesamt wert ist. Nö, das reicht doch nicht. Es wird vermutet, dass die Dynamik dann noch zulegen soll. Also dafür gibt es wieder zwei Punkte. So, was macht dann das vermutete KGV? Natürlich sinkt das KGV durch die steigenden Gewinne. Und so soll Microsoft nur noch ein KGV von gut 26 im Jahr 2024 haben. Das ist nicht hoch bei solchen Wachstumszahlen. Also ich vergebe nochmal zwei Punkte. Was macht die Dividende? Ja, auch die geschätzte Dividende soll jedes Jahr weiter ansteigen. Im Jahr 2024 haben wir dann fast 1% vom heutigen Kurs aus erreicht. Ist zwar jetzt kein bombastischer Wert, aber dennoch genug für so ein schnell wachsendes Unternehmen. Also ich vergebe wieder zwei Punkte. Als letztes schauen wir uns noch das Free Cashflow an. Das geschätzte Free Cashflow steht dem allen um nichts nach. Jedes Jahr soll dieses wachsen und auch die Dynamik soll weiter zulegen. Die Dividende wird natürlich locker aus den freien Mitteln bezahlt und dann ist noch genug Geld übrig, um hin und wieder einen kleinen Staat zu kaufen. Toll, also das gibt nochmal zwei Punkte. Auch hier wollen wir mal schnell schauen, wie viele Punkte wir einsammeln konnten. Wir haben insgesamt 10 Punkte erreicht. Bei den Zahlen eigentlich viel zu wenig, aber was will man machen? Kommen wir nun zu den News. Bei den News interessieren mich vor allem die Nachrichten der letzten Wochen. Alles, was da vorliegt, ist zwar interessant, um sich ein Bild über das Unternehmen zu machen, allerdings sind diese dann schon lange in den Kursen eingepreist. Daher betrachte ich eher kürzere Zeiträume. Schauen wir uns jetzt mal die News von Microsoft an. Eigentlich sehen die News ganz gut aus. Wir hätten da zum Beispiel ganz viele Meldungen und News zu Produkten von Microsoft. Die habe ich jetzt natürlich nicht alle aufgeführt. Dann habe ich auch noch eine Meldung gefunden, dass Microsoft die Preise seines 365er-Pakets erhöhen möchte. Also da werden sie dann auch wieder mehr Geld verdienen. Dann gab es eine Meldung, Cloud-Auftrag der US-Regierung. Microsoft beschwert sich wegen Milliardenzuschlag für Amazon. Also das passt denen wohl nicht. Ja, dann haben wir noch eine Meldung Cybersicherheit. Microsoft, Google und Amazon kooperieren mit neuer US-Behörde. Also da wird dann auch alles im Lot sein. Ja, dann haben wir auch mal wieder einen neuen Cloud-Deal voraus. Auch hier geht es also weiter aufwärts. Und dann haben wir natürlich auch noch die letzten Quartalszahlen von Microsoft. Und die sehen natürlich auch wieder bombastisch aus, ne? Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 Dollar präsentiert und im Vorjahr waren es 1,46 gewesen. Der Umsatz hat natürlich dann auch wieder voll zugeschlagen, denn hier wurden 46,15 Milliarden US-Dollar genannt. Im Vorjahr waren es nur 38,03 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,92 Dollar sowie einem Umsatz von 44,22 Milliarden US-Dollar gerechnet. Also hier sieht man auch, dass Microsoft dann natürlich auch selbst hochgesteckte Zahlen oder Vermutungen nochmal toppen kann. Also das ist Wahnsinn. Ja, also wirklich schlechte News sehe ich in letzter Zeit nicht. Und ja, dann noch die super Quartalszahlen. Also ich vergebe mal 8 Punkte, weil soweit alles okay ist, aber auch keine News jetzt dabei sind, die wirklich den Kurs nochmal nach oben schnellen lassen würden. Also ich gebe 8 Punkte. Dann schauen wir uns nochmal eben die Insider-Trades an. Gut, hier haben wir mal einen Bereich, wo Microsoft keine hohen Punkte abstauben kann. Wir haben hier sehr viele Verkäufe und das teilweise mit hohen Millionenbeträgen. Das war 2020 nicht anders. Mir ist klar, dass die Vergütung auch über Aktien in den USA erfolgt und dass die Führungskräfte dann auch diese öfters verkaufen. Aber die Häufigkeit und Höhe, na, ist schon etwas unschön anzusehen. Zumindest habe ich dieses Jahr einmal gesehen, dass eine Führungskraft auch mal für 1 Million Dollar Aktien gekauft hat. Also ich vergebe hier nur einen Punkt, da die Käufe in überhaupt keinem Verhältnis zu den Verkäufen stehen. So, dann sind wir schon auf der letzten Seite angekommen. Mann, ging das fix. So, wir sehen hier als erstes den Fear and Greed Index. Dieser Index findet weltweit eine große Beachtung, natürlich auch bei mir, und gibt einen Überblick über die aktuell vorherrschende Emotion am Markt. Erstellt wird der Index übrigens von dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN Business. Der Wert liegt bei 25 und daher berechne ich 8 Punkte. Dann haben wir noch das Währungsrisiko. Bei Microsoft müssen wir natürlich den Dollar berücksichtigen. Der Dollar wird aktuell wieder etwas stärker. Man kann bei der Währung bis zu 10% an Schwankungsbreite einrechnen. Aktuell befinden wir uns an der Unterseite einer gut einjährigen Seitwärtsbewegung. Daher vergebe ich hier 6 Punkte. Als letztes kommen wir dann noch zu meiner Meinung. Tja, was soll ich sagen? Am besten schweige ich und genieße. Wahnsinn, was das für eine Firma ist. Hier stimmt fast alles.
Chart super, Zahlen super, Ausblick super. Den Rest erzähle ich lieber jetzt gleich. Ich vergebe hier die vollen 10 Punkte. So, dann sind wir mit der Analyse fertig. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis auf der Auswertungsseite an. Puh, Hammer. Was für ein Ergebnis. Mein Tool sagt mir, ich kann in den Wert reingehen, mit einem Betrag von 860 Euro starten, was 86% von meinem maximalen Startbetrag ist. Das hatten wir noch nie. Ja, der maximale Investbetrag sieht noch besser aus. Hier sagt mein Tool mir, ich könnte mit 91,3%, also 2739 Euro, in die Aktie reingehen. Das sind Zahlen, die habe ich in dem Tool noch nie gesehen. Papa will haben. Wahnsinn. Wahnsinn. Was für eine Firma. Ich gebe zu, privat habe ich Microsoft auch schon im Depot. Aber als ich damals gekauft habe, nutzte ich das Tool noch nicht. Und damals habe ich mir Aktien auch noch nicht so angesehen und analysiert, wie ich es heute mache. Ab heute steht für mich fest, meine Microsoft-Aktien werden nicht verkauft. Die bleiben im Depot. Aber das interessiert euch genauso wenig wie mein aktuelles Depot, was ich hier führe. Also Microsoft muss hier rein. Das Unternehmen ist einer der besten Werte, die ich seit langem gesehen habe. Und selbst mit einer Bewertung von 1,9 Billionen Euro ist die Firma nicht maßlos überbewertet. Natürlich steckt hier einiges an Vorschusslorbeeren drin. Was ich hier sehe, treibt mir aber fast die Tränen in die Augen. Vor Glück natürlich. Dass es so eine Firma gibt, das ist schon toll. Ich sehe hier einfach alles. Ich sehe einen Burggraben, ich sehe tolle Charts, ich sehe tolle Zahlen und ich sehe vor allem eine gute Zukunft. Es ist ja nicht so, als wenn das Unternehmen auf dem Zenit wäre. Wenn man sich die Geschäftszweige ansieht, dann steckt da noch jede Menge Potenzial drin. Ein Wachstumspferd von Microsoft bleibt nach wie vor Azure Cloud, die im letzten Quartal ein Wachstum von satten 51% verbuchte. Der Abstand zum Cloud-Marktführer Amazon wird auch immer kleiner. Zuletzt betrug dieser nur noch 12 Prozentpunkte bei den Marktanteilen. Also alleine der Bereich ist schon super. Dann haben sie noch ihr Kerngeschäft und die vielen anderen Aktivitäten, in denen sie gut vertreten sind. Dann noch die Zukunftssparte Gaming. Ja, auch wenn es hier zuletzt zu einer auf Corona-bedingten Vorzieheffekten beruhenden Abschwächung beim Wachstum kam, bleibt die Videospielindustrie ein zentrales Element von Microsofts Zukunftsstrategie. Dazu gehört auch der abobasierte Dienst Xbox Game Pass, das mittlerweile auf über 18 Millionen Abonnenten kommt. Zudem mischt Microsoft immer mehr im Cloud-Gaming mit. Also das gefällt mir alles. Was mir nicht so gefällt, ist der aktuelle Kurs. Ich mag es eigentlich nicht, auf Höchstkursen einzusteigen. Klar, wenn man die Charts sieht, dann sieht man fast immer Höchstkurse. Hin und wieder gibt es aber auch mal Schwächephasen. Man sieht immer wieder, dass die Aktie in regelmäßigen Abständen auf die 200er Tageslinie aufsetzt. Das letzte Mal Anfang dieses Jahres. Davor unterschritt es im Corona-Tief die Linie sogar. Und davor war die Aktie Anfang 2019 auf der 200er Tageslinie. Also immer wieder gibt es mal einen Rücksetzer auf diese markante Linie, von wo aus die Aktie dann meistens zu einer erneuten Rallye ansetzt. Die Linie verläuft aktuell bei 205 Euro, Tendenz natürlich steigend. Aktuell sind wir auch historisch sehr weit weg von dieser Linie. Und daher möchte ich warten, bis wir wieder irgendwann mal ein bisschen zurücklaufen. Manchmal muss man auch ein bisschen geduldig sein. Wenn es dann dazu kommt, dass ich hier einsteigen kann, dann bekomme ich ein tolles Unternehmen zu einem Preis, wo ich mich dann auch wohlfühle. Aktuell ist das nicht der Fall. Denn wir sind nach ein paar starken Monaten, um genau zu sein, innerhalb von den letzten 3 Monaten sind wir um 30% nach oben gelaufen. Ja, da würde ich mich jetzt nicht ganz so wohl fühlen nach so einer Rallye, wenn ich jetzt einsteigen würde. Natürlich kann ich jetzt auch weiter stark nach oben gehen, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber das muss ich jetzt halt riskieren. Ich möchte aber einen Einstiegskurs haben, wo ich lächle und nicht bete. Und daher packe ich Microsoft jetzt auf die Watchlist. Mit dem Wert auf der Liste schaue ich mir die dann halt auch doppelt so gerne an, in der Hoffnung, dort irgendwann mal zuschlagen zu können. Alles natürlich nur meine Meinung. Ich zeige hier nur, wie ich die Aktien für mein Depot aussuche. Was ihr macht und wann ihr wo einsteigt, das müsst ihr natürlich wissen. Ihr seid ja schließlich alle alt genug. So, das war's dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das Ranking im Anschluss. Mal sehen, auf welchem Platz die Aktie es geschafft hat. Bei der Wertung.
Naja, was für eine blöde Frage. Aber egal. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, ja, dass die Analyse euch gefallen hat. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir helfen, den Kanal ein wenig bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, und das soll ja mal hin und wieder vorkommen, dann macht das auch, damit ihr keine Videos verpasst. Ich suche dann mal die nächsten Aktien raus, die ich analysiere. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Dann schauen wir uns noch eben das Ranking an. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrages bestimmt. Das wäre hier. Das mache ich, da beim maximalen Anfangsbetrag zu viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, die in ein paar Monaten keine Bedeutung mehr haben. Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanalhauptseite unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo ist denn die Firma gelandet? Tja, lange müssen wir nicht suchen. Sie ist direkt auf Platz 1 gestürmt und das mit einem Riesenabstand zum zweiten. Microsoft hat 91,3% erreicht. Wahnsinn. Na, der zweite, Lockheed Martin, kommt gerade mal auf 78,9%. Also Microsoft hat seine Konkurrenten ja maßlos in den Schatten gestellt. Wahnsinn, was das für eine Firma ist. Also, wir sehen jetzt hier die Liste. Ich will sie mal im Gesamten nochmal präsentieren, damit ihr auch die anderen Werte seht. Je kleiner der Betrag beim maximalen Invest, desto niedriger ist auch die Aktie hier gelistet. Unten TUI ist der letzte mit gerade mal 15,3%. Ansonsten scrolle ich jetzt noch mal hoch, bis wir Microsoft entdecken, die auf Platz 1 steht. So, ich schätze mal, das dürfte reichen. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!